Fahrer und jetzt schlingern unsere Karre aus ein bisschen, weil wir haben ja normale Standardreifen drauf. Da fährt unser Auto natürlich nicht so schnell. Oder nicht so schön geradeaus. So. Aber das. Der aus. Ich gehe nochmal in strömenden Regen hinaus. Gut, wenigstens wird die Karre sauber. Und gehe nochmal tanken. Hopp. Aber nicht schön. Zack, fahren her. So. 4 Liter, 4 Mark. Ach, das sind schöne Preise. Okay, Sekunde. Dann machen wir auch nochmal die Haube auf. Ups. Füllen ein wenig Sprit nach. So. Wir haben 10 Liter drin. Und kein Öl. Tanken wir nochmal. Ach, schön. So, der kann zurück. Der kommt wieder hinten rein. Ups. Nein. Du kannst wieder rein. Kipp nochmal Öl drauf. Optimale Mischung. Okay, der ist leer. Vita. Hallo, du schaust aus, als hättest du dich verlaufen. Nein, natürlich nicht. Nimm was immer du brauchst vom Regal und reich es durch dieses Fenster. Alles klar. Wenn du alles hast, kannst du... Okay. So. Oh, ich riech grad was. Die Landwirte fahren wieder ein bisschen Kuhscheiße durch die Gegend. Okay, wir brauchen... Pass auf, einmal nimmst du das hier an. So. Dann brauche ich nochmal ein bisschen Öl. Und eine Brechstange. Ich kann bis zu 3 Sachen kann ich auf einmal tragen. Einmal den. Einmal das. Und einmal das. So, das hier rutscht jetzt alles hier runter. 59 Tacken muss ich zahlen. Bisschen teuer. Gut, hier haben wir Regenreifen. Die könnte ich mir jetzt kaufen, aber warum? Obwohl, ich könnte die eigentlich wechseln, ne? Ein schlauer Buckbär. Ach komm, wir versuchen es einfach mal so. Obwohl, wie viel sind die denn wert? Wie lustig, wenn ich da drauf zeige, normalerweise, wenn ich drauf zeige oder drauf sehe, Verkaufswert 25. Ne? Egal. So, jetzt gehe ich rein. Klicke hier auf die Kasse, wenn ich den Kauf abbrechen möchte. Du kannst diesen Hebel ziehen, um diese Transaktion abzubrechen. Dann geht einfach alles weg. Aber wir zahlen. Haben noch 21 Mark über. So, Portemonnaie kann weg. Nehmen das Ding auf. Das Ding. So. Und da Öl rein. Oh, Werkzeugkasten geht nicht. Ach nee, halt. Den raus. Der Werkzeugkasten drin. Das Ding lassen wir fallen. Und pass auf. Einmal öffnen. Das Ding kann wieder rein. Und was sehen wir hier? Kästchen. Das Ding klappt dann auseinander, wenn wir alles haben. Es ist die Force. Okay, und die können wir auch nochmal verkaufen. 1,60. Hm, cool. So, jetzt muss ich wieder raus. Das ist so ein bisschen nervig, dass er seine Brieftasche immer ins Auto legt. Warum gibt es da kein Inventar? Das ist ein bisschen nervig. Plopp. So, jetzt haben wir 22 Mark.
Ich glaube, die 60 Pfennig, die wurden nicht mit einberechnet, aber egal. Aber Tür zu. Kofferraum zu. Ingestiegen. Nein! Oh, Alter. Tür zu. Kiste an. Handbremse lose. Ich halte den Witcher an, Wisch an. Und los geht's. Ab zur Gänze. Lustigerweise kann man für das kleine Autochen auch noch Modifikationen kaufen. Die habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Anscheinend sind die, gibt's die später. So. Ah, hier. In der Werkstatt. Leica. Die sind im Moment noch nicht drin. Egal. So, Rotlichtverstöße gibt es hier anscheinend auch nicht. Die werden, zumindest werden die nicht geahndet. Oh. Der eine Scheibenwischer ist auch im Arsch. Alles klar. So, jetzt geht's an die Grenze. Und hier sehen wir immer, was eingeführt werden darf und was nicht. Wein, Medikamente, Fluppen, Würstchen und Kaffee. Aber keine Spulen. Oder keine Dingens. Papiere bitte. Ja, Sekunde. Ich mache einmal das Fenster hinunter. Hier sind unsere Papiere, ne? Onkel, du bist ja ganz lieb. Klicken auf den Herrn. In Ordnung, schauen wir mal. Und ihr seht hier, der nette Mann guckt eben unseren Kofferraum nach. Das wackelt jetzt ein bisschen. Bevor wir sie gehen, eine Sache noch. Wir haben Beschwerden über das gefährliche Fahrverhalten einer Leica erhalten, deren Kennzeichen ihrem entspricht. Sie verursachten 10 an Sachschäden. Bitte zahlen Sie Ihre Strafe, bevor Sie mit der Reise fortfahren. Oh, toll. Hey, ich habe noch 22 Mark. Passt. Alles scheint in Ordnung zu sein. Na, toll. Jetzt wirst du hier sogar bestraft, nur weil du mal kurz anders gefahren bist. Meine Güte. Okay. Ach, die Handbremse war dazu. Moin, Herr Grenze. Tschüss. Und weiter geht's. Yay. Mit dem obercoolen Leica. Der eigentlich ein Trabant ist, aber scheißegal. Der schon 1976 Kilometer gefahren ist. Die hier irgendwie nur wie Meter vorkommen. Okay, hier ist trocken. Vielleicht besser. Okay. Und ihr hört es, die Reifen, die quietschen wahrscheinlich so ein bisschen. Ui, der fährt sich, als wäre ich besoffen. Okay. Hohoho, uiuiui. Okay. Also bei Regenwetter fahren mit normalen... Das sind ja Slickreifen, Junge. Ach du liebe Scheiße. Ach du Scheiße. Tja, das war interessant. Ja. Ich bin hier gerade voll am Driften. Yay! Wir werden mehr Grenzkontrollen passieren müssen auf unserer Reise. Überlege dir, was du über die Grenze transportieren willst. Wenn die verbotene Güter finden, werden sie uns eine Strafe aufdrücken. Okay. Gut, die Karre qualmt lieber. Wieder. Was ist das? Gucken wir mal, was das ist. Ach, das ist ein Schlagloch.
Ach, du liebes Scheiße. Okay. Dann wieder in die Karre gesetzt. Flüge zu. Und einmal drumherum gefahren. BZW gedriftet. Ich möchte, dass uns Ungarn. Okay. Sturovo. Oh, und ich glaube, das war eine eine Matschpfütze. Die werden hier jetzt ein bisschen öfter auftauchen. Das hier sind Matschpfützen. Hopsala. Und das hier sind. Wow! Hopsala. Schlaglöcher und. Ah, Hilfe! Ah! Oh, du liebe Scheiße. Ah, Matsch. Ah, Hilfe! Oh, du liebes Biss. Ah, du Scheiße. Ah, Hilfe! Ach du Scheiße! Die Karre stellt sich schwer. Quer. Schwer. Eigentlich mag ich es ja im Regen Auto zu fahren, aber hier ist es gerade ein bisschen. Uiuiui. Sturovo! 210 Kilometer. Schön. Ah, schön durch die fetten Pfützen. Oh wow! Ich habe vergessen, wie viele weiße Birken. Hilfe. Es in diesem Land gibt. Es ist schön, sie während der Fahrt vorbeiziehen zu sehen. Ja, sehr schön, Onkel. Ach du Scheiße. Hätte ich mal eine andere Strecke genommen. Was? Warum muss es hier aufs Gericht regnen? Bah. Ich will nicht. Bah. Ah! Wow, Drift, Drift. Ach du liebe Scheiße. Okay. Liebe Leutchen, an der nächsten Grenze machen wir dann mal eine kleine Aufnahmepause. Oh, ui. Ich hoffe, es gefällt euch bis hierhin. Ich finde das Spiel irgendwie witzig, interessant. Ist ein kleines Wirtschaftsding mit dabei. Es ist Autofahren mit dabei. Splash. Schraddel, schraddel. Ach, das sind Pfützen. Okay. Boah. Uiuiui. Sturovo, 140 Kilometer. Okay. Die Strecken werden immer so Cent. Hier ein Tipp überreichen. Schön. Wir sind erst seit kurzem auf der Straße, aber wir müssen die Reifen wirklich immer instand halten. Oh Gott. Oh Gott, hier geht's bergab. Günstigste Option: den Wagen, den Reifenflickzeugs zu schließen. Das sollte in jeder Tankstelle oder Geschäft zu finden sein. Aber vergiss nicht, oh, ich brauche nicht mal Gas geben. Das ist nur eine vorübergehende Lösung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Autsch. Na toll, habe ich wieder einen Schaden gemacht. Oh, was sind das für Straßen? Ich fahre nur einen kleinen Trabi. Kein Gelände war. Ah, okay. Das ist ein guter. Warte. Wow. Ist ein guter Tipp. Ich glaube, ich hätte lieber Geländereifen holen sollen. Das ist ein schöner Tipp. Ah, siehst du? Gut angehalten. Ui, Staub. Wie ihr seht, ein kleiner verlassener Trabi, der zum Vergammeln hier einfach abgestellt wurde. Kaffeebohnen, cool. Was hat er denn unter der Haube? Nichts. Gehen in der Leere. Schön. Unser Auto hier qualmt ein bisschen, aber macht nichts. Das hält er noch durch.
Nein. Okay, da fügt das ein. Oh Gott. Egal. Welches ist es jetzt der kürzere Weg? Ich meine, ich könnte jetzt auch zu Fuß laufen. Mal gucken, was da ist. Und dann... Ah! Oh Gott. Was ist das? Okay. Ach, gucken wir mal. Motorchen im Aus. Ich werde da vielleicht ein bisschen länger gucken. Ah ja, wir können ja nicht springen. Gibt's hier irgendwas? Oder steht das hier einfach nur random in der Gegend herum? Ach, das sind... Ah, cool, Bahngleise. Okay, und ich glaube... Ja, toll, hier geht's nicht weiter. Okay. Spiel zu. Gacke an. Und den ganzen Weg wieder zurück. So. Boah, trifft. Ja, Entschuldigung, Onkel.